Shamakaschai Kadandascha Kapiloka Chakarana Kahalam Bodarascha Vikato Vignarajo Ganadipa Dumaketo Ganatyaksho Palachandro Gajanana Dvara Shaitani Namamiya Patechanayada Pisarva Karya Samarambe Vignastasena Jayate. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Wirbelsäule aufgerichtet, Schultern entspannt, Kiefergelenke entspannt, Augen entspannt. Bitte Körper und Geist, in den nächsten 20 Minuten ruhig und entspannt zu sein. Übe mit einer Form der Mantra-Chakra-Meditation. Auf diese Weise aktivierst du die verschiedenen Energiezentren, aktivierst die verschiedenen inneren Kräfte, die damit verbunden sind, und bringst dich insgesamt zu einem Zustand von Harmonie und Ruhe und Kraft. Wenn du bewegungslos sitzt, konzentriere dich auf das Muladhara Chakra, Beckenbodenbereich, Steißbein, Erdchakra, Wurzelchakra. Du kannst auch Wurzeln in die Erde vorstellen. Du kannst dein persönliches Mantra wiederholen. Oder du kannst die Affirmationen wiederholen. Ich bin gut verwurzelt. Ich bin gut verwurzelt. Komme zum zweiten Chakra, Svadhisthana Chakra, Kreuzbein, Beckenbereich. Du kannst dir dort eine Quelle vorstellen, Sitz des Wasserelementes. Du kannst dein persönliches Mantra wiederholen oder, wenn du dich auf Kreuzbein und Becken konzentrierst, kannst du wiederholen: Ich finde Zugang zu den Quellen meiner Kreativität. Ich finde Zugang zu den Quellen meiner Kreativität. Komme zum Manipura-Chakra, Sitz des Feuerelementes, Lendenwirbelsäule, Bauchbereich. Wiederhole dort ein Mantra oder visualisiere ein Feuer. Oder wiederhole die Affirmation: In mir lodert das Feuer des Enthusiasmus. In mir lodert das Feuer des Enthusiasmus. Komme zum Anahata-Chakra, Herz-Chakra, Brustwirbelsäule, Herz.
Wiederhole dort ein Mantra oder stelle dir dort eine wunderbare Blume vor, wie eine Rose oder Lotusblüte oder Seerose. Oder wiederhole ein Mantra, eine Affirmation. Ich finde Zugang zu Liebe und Freude. Ich finde Zugang zu Liebe und Freude. Gehe zum Vishuddha Chakra, Halswirbelsäule, Kehle. Sitz des Raumelementes und der Verbundenheit. Du kannst jetzt den Sternenhimmel vorstellen, dieser Weite. Oder wiederhole ein Mantra oder wiederhole eine Affirmation. Ich bin verbunden mit allen Wesen. Ich bin verbunden mit allen Wesen. Bringe deine Bewusstheit zum Ajna Chakra, Punkt zwischen Augenbrauen bis Mitte der Stirn. Vielleicht spürst du dort ein sanftes Pulsieren oder du kannst dir ein Licht vorstellen. Du kannst dein Mantra wiederholen. Oder wiederhole geistig. Durch Intuition komme ich zu höherer Erkenntnis. Durch Intuition komme ich zu höherer Erkenntnis. Bringe deine Achtsamkeit zum Sahasrara Chakra Scheitelgegend. Du kannst dir ein Licht oberhalb des Kopfes vorstellen. Du kannst dabei spüren, dass die Energie nach oben sich öffnet, dein Bewusstheit sich nach oben ausdehnt. Und du kannst dir vorstellen oder spüren, dass von oben Licht in dich hineinströmt. Du kannst dabei ein Mantra wiederholen oder du kannst wiederholen: Ich öffne mich für alles Positive oder ich öffne mich für göttlichen Segen oder ich verbinde mich mit dem Unendlichen.
kannst dann während der nächsten 10 Minuten entweder bleiben, dieser Lichtvorstellung oder Verbindung nach oben oder Mantra oder Affirmation, oder weiter meditieren auf deine eigene Weise, bewusst, entspannt, achtsam.
Mantra singen, Jaya Ganesha, Seite 12. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Paimam, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Satyo Deva, Satyo Deva, Satyo Deva.
253 singen, Shambho Mahadeva.
Kavita wird mit uns singen das Gayatri Mantra, die Nummer 610. Anrufung der Lichtenergie für höhere Erkenntnis und Intuition. Oh.
Sudu. Sudu gibt gerade ein Trommelseminar. Ich glaube mit 22 Teilnehmern. Ich bin mal gespannt, ob wie viel jetzt. Ja? So etwaige Gedanken werden jetzt alle rausgetrommelt, sodass Gott sich in uns manifestieren kann.
Sabine. Sing Satcharachara Paripurna Shivoham, Nummer 400. Nachdem jetzt alle Gedanken rausgetrommelt worden sind, wenn wir uns jetzt bewusst machen, Shivoham, Shivoham, ich bin das Unendliche, das Ewige, das Freudevolle, das Liebevolle Selbst. Chara chara paripunam, shivoham, shivoham. Sachara chara paripunam, shivoham, shivoham. Nityananda svarupa, shivoham. Shivoham Nityananda Svarupa Shivoham Shivoham Anandoham Anandoham Anandam Brahmanandam Chara chara paripunam shivoham shivoham Sachara chara paripunam shivoham shivoham Nityananda svarupa Shivoham, Shivoham, Nityananda Svarupa, Shivoham, Shivoham, Anandoham, Anandoham, Anandam Brahmanandam. Chara chara paripunam shivoham shivoham Chara chara paripunam shivoham shivoham Nityananda svarupa shivoham Shivoham Nityananda Svarupa Shivoham Shivoham Anandoham Anandoham Anandam Brahm Anandam Chara chara paripunam shivoham shivoham Chara chara paripunam shivoham shivoham Nityananda svarupa shivoham Shivoham Nityananda Svarupa Shivoham Shivoham Anandoham Anandoham
Satchara chara paripunam Shivoham Shivoham Satchara chara paripunam Shivoham Shivoham Nityananda Svarupa Shivoham Shivoham Nityananda Svarupa Shivoham Shivoham Anandoham Anandoham Anandam Brahmanandam Anandoham Anandoham Anandam Brahmanandam Paripunam Shivoham Shivoham Satchara Chara Paripunam Shivoham Shivoham Nityananda Svarupa Shivoham Shivoham Nityananda Svarupa Shivoham Shivoham Füße sammeln, Me, so, Augen zu, nichts machen. Wir sind die Stärksten. Dabei hilft uns die Erde mit so allerlei, mit so
Beispiel leckeren Kartoffeln. Damit wir immer weiter streben, hilft uns auch noch die Sonne und der Regen. Und bald sind wir dann nicht mehr klein wie Zwerge, sondern groß und mächtig wie die Berge. Dann können wir allen Menschen freundlich dienen, verstehen und auch den Blödings ganz entspannt in die Augen sehen. Dafür wollen wir dankbar sein, der Erde und dem Sonnenschein. Gib ihr hier Applaus, Applaus. Thank you.
So, nichts machen. Ja, danke euch. Hans-Peter gibt ja, Hans-Jürgen gibt regelmäßig hier Seminare, Yoga und Kampfkunst für Kinder. Ihr könnt auch lernen, wie man solche Seminare gibt und noch eine Reihe von anderen Seminaren hier. Und morgen ist Ostern. Am Morgen, aber es ist nicht nur Ostern, sondern wunderschönen Frühling haben wir hier. Und es gibt in den verschiedensten Kulturen Frühlingsfeiern. Und die sind alle, haben gemeinsame Elemente. Zum einen, bei den alten Germanen und Kelten gab es natürlich gute Gründe für ein Frühlingsfest. Der Winter konnte lang sein und in früheren Zeiten konnte es so sein, dass Menschen gehungert haben. Da stammt auch höchstwahrscheinlich die Fastenzeit her, was in früheren Zeiten dann eine erzwungene Fastenzeit war. Die Vorräte gingen langsam zu Ende und das hat man dann ritualisiert und gesagt, gut, dann machen wir das Gute, das Beste draus, wo sowieso zum Ende des Winters kaum mehr was zu essen da ist, dann fasten wir halt ein paar Wochen. Was man freiwillig macht, fällt vielleicht leichter, als wenn es gezwungenermaßen ist. Und dann kam das Osterfest, dann, wenn es eben wärmer wurde, dann, wenn wieder die ersten Wurzeln essbar waren, wenn vielleicht schon die ersten Blätter essbar waren und vielleicht die ersten Samen oder anderes kam. Und hier ist so eine der vielen Bedeutungen des Festes, ist eben ein Fruchtbarkeitsfest, ein Dankbarkeitsfest, das auf den Winter wieder der Frühling folgt. Und nach manchen Traditionen kommt auch das Osterfest von der Göttin Ostara. Und da kommt der Name Ostern her. Gut, manche sagen, so gesichert ist das auch nicht. Gesichert ist, es gab eine germanische Göttin, eine orientalische Göttin namens Astarte. Und die war in jedem Fall eine Fruchtbarkeitsgöttin, so ein bisschen wie Lakshmi. Und daran können wir uns auch immer wieder erinnern, zum einen, dass auf Dunkelheit wieder Licht folgt, dass auf den Winter ein Frühling folgt, dass auf das Schwierige das Gute folgt und letztlich auf einen guten Winter folgt auch ein guter Frühling. Wie wir es ja jetzt erleben, wir hatten ja einen sehr kalten Winter mindestens hier gehabt und jetzt haben wir ein sehr warmes Frühjahr. So können wir manchmal sagen, wenn der Winter besonders schwierig ist, dann nachher kann vielleicht das Frühling und der Sommer besonders gut werden, auch in unserem persönlichen Leben. Da kommt aber noch ein weiteres Element dazu, nämlich das geschieht letztlich ohne, dass wir es in unserer Hand haben. Im Yoga versuchen wir einiges selbst zu machen. Wir essen gesund, wir machen die besten Körperübungen, die es überhaupt gibt. Wir meditieren, wir probieren verschiedenste Meditationstechniken, um die richtige rauszukriegen, die für uns geeignetste Technik. Wir probieren verschiedene Yoga-Wege aus, um den richtigen für uns rauszubekommen. Das ist ja so der Ansatz auch von Yoga Vidya, dass man sagt, Menschen sollen das rauskriegen, was für sie am besten ist. Das gibt dann auch mehr Verantwortung dem Einzelnen. Anders als, wenn man einen Meister hätte, der wird sagen, du übst jeden Tag 26 Minuten, kombinierte Mantra-Meditation, du übst jeden Tag 34 Minuten Pranayama, genau die und die, gut, dann macht man es. Heutzutage, und das ist auch bei den meisten Yogaschulen so, individuell, wir machen es selbst und wir probieren es aus und finden raus, was für uns gut ist und üben. Aber es liegt nicht ganz in unserer Hand, was dabei daraus wird. Wir können so alles gut machen, können trotzdem krank werden.
Wir können die beste Meditationstechnik haben, hält uns nicht davon ab, dass es mal leichter und mal schwerer fällt in der Meditation. Daher ist es eben auch ein Anbetungsritual, also das Fruchtbarkeitsritual der Germanen und der Kelten, Anbetung. Zum einen, wir können einiges tun, Vorräte anlegen und so weiter und dieses Dorf wintersicher machen, einiges können wir tun. Und wir können hoffen, dass das Frühling kommt, und normalerweise kommt es. Aber es liegt nicht alles in unseren Händen, und so können wir Hingabe üben und sagen, ja, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Zweite Fest um die Zeit, und das hängt dann mit dem christlichen Osterfest sehr eng zusammen, ist das Pessachfest, Passaufest, Auszug aus Ägypten. Die Israeliten, manche, wie viele von euch die Bibel kennen, jedenfalls irgendwann gab es einen namens Josef, der ging nach Ägypten und konnte den Pharao gut beraten, und daraufhin wurden er und seine Familie dort gut willkommen geheißen. Ich verkürze es jetzt extrem, ich kenne es auch in mehr Details, nicht, dass er... Gut, anschließend haben die Nachkommen gezeugt, es wurden immer mehr, den Ägyptern wurde das zu viel, und dann haben sie die ganzen Israeliten in die Sklaverei gebracht. Und dann mussten die dann Pyramiden bauen und alles andere und wurden dann zu einer Art Sklavenvolk. Gut, dann kam einer namens Moses, und der wurde von Gott berufen, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Die Ägypter, insbesondere der Pharao, wollte die nicht ziehen lassen, denn billige Arbeitskräfte, die braucht man, und keine Rechte. Und so gab es mehrere Plagen, mit denen Gott dann die Ägypter geschlagen hat, sodass sie schließlich die Israeliten freiziehen lassen würden. Gut, und schließlich konnten die Israeliten dann losziehen, dann teilte sich noch das Rote Meer, dass sie da durchgehen konnten. Und dann geschah was ganz Komisches. Dann haben die 40 Jahre in der Wüste Sinai verbracht. War jemand schon mal von Israel? Ich glaube, die Wüste Sinai dürfte so groß sein wie von hier bis Bielefeld oder so ähnlich. Also normalerweise durchwandert man das in 2 Tagen zu Fuß. Und da irgendwo haben die, also ich war mal in Israel, und da konnte ich mir das auch so vor Augen führen, also ein Mysterium. Also das andere sind auch Wunder, wie man durchs Meer durchwarten kann, aber wie man 40 Jahre im Sinai brauchen kann. Und dann das weitere Wunder, es ist eine Wüste, es ist tatsächlich eine Wüste, und die konnten dort überleben, weil sie ständig Manna bekamen und der Moses seinen Stock irgendwo hinsetzte, und dann gab es dort eine Quelle und dann kam gutes Wasser dabei raus. Also voller Wundertaten. Auch das zeigt wieder, gut, ja, letztlich der Auszug aus Ägypten, das wird auch im Judentum oft so gesehen, insbesondere im kabbalistischen und auch im mystischen Judentum, symbolisiert Auszug aus unserer Sklaverei der Sinne und der Sinnesorgane und der Verhaftungen und unserer vorgefassten Ideen und unserer Vorstellungen und Vorurteile und Identifikationen. Also ich glaube, mit mindestens einigen davon könnt ihr was anfangen. Also etwas, was uns davon abhält, zu dem zu kommen, wer wir eigentlich sind. Und da kann man uns eine ganze Weile gut mitfühlen. Das ist doch ganz schön. Und irgendwann aber stellen wir fest, ich will zurückkehren nach Hause. Ich will zu dem zurückkehren, wer ich eigentlich bin. Dann kommt diese Sehnsucht. Ich will dorthin. Und wir bemühen uns. Vielleicht ist auch ein göttlicher Ruf, so wie letztlich Gott hat den Moses dazu berufen, führe mein Volk aus Ägypten heraus. Und der Moses, der wollte gar nicht, ist abgehauen. Vor dem wollte nicht, bis ihn dann schließlich Gott doch dazu gebracht hat. Und dann hat er den Israeliten gesagt, so, jetzt führe ich euch aus dem Exil raus. Und die haben gesagt, was, bist du verrückt? Hier haben wir was zu essen, hier haben ein Dach über dem Kopf. Hier mag zwar sein, dass wir ungerecht behandelt werden, aber wenigstens wir wissen, wo wir sind. Und du willst uns jetzt hier rausführen? Das ist so der Geist, der kommt. Wenn wir überlegen, ich will zur Freiheit kommen, ich will Samadhi erreichen, ich will über die Identifikation hinauswachsen, dann sagt was in uns, was soll das Ganze? Ist doch gemütlich hier. Glücklicherweise müssen wir ja nicht unser äußeres Leben verlassen, gleich im Ashram zu kommen, wie er es jetzt macht, ist eine gute Sache auch dafür. Aber im Wesentlichen geht es um die inneren Identifikationen zu lösen. Gut, dann können wir auch wieder sehen, irgendwann wird dieser Ruf so stark, dass wir ihm nicht widerstehen können.
Und dann wiederum gilt, allein schaffen wir es auch nicht. Dann brauchen wir die Gnade Gottes. Wir bemühen uns, wir machen Anstrengung und dann sagen wir, Gott, bitte, hilf mir. Und dann gibt es Wunder, die uns große Schritte voranbringen, so wie eben das Rote Meer, das sich geteilt hat. Und dann plötzlich sieht es so aus, als ob wir endlos durch die Wüste warten und es geht nicht weiter. Ich glaube, wer schon länger auf dem spirituellen Weg ist, kennt solche Phasen. Denk mal, eigentlich ist das doch ein Stück, das nur so ein paar Tage, Wochen braucht. Und jetzt häng ich da jetzt schon seit Jahren fest. Sieht sogar so aus, als ob wir zurückschreiten, wenn wir vorwärts gehen. Also es liegt nicht ganz in unseren Händen. Und der Mose selbst konnte nur einen Blick ins gelobte Land geben. Eigentlich irgendein Berg im Sinai, das ja immer sonnig ist, gibt eigentlich einen Blick ins gelobte Land. Aber irgendwo war es dort nicht so. Manchmal erscheint es nah. Wenn wir die Gnade nicht spüren, dann dauert es länger. Schließlich aber hat dann der Josua das Volk Israel ins gelobte Land gebracht und dann begannen die Schwierigkeiten erst recht. Aber hier stoppt dann letztlich die Analogie. Wir gehen davon aus, wenn wir ins gelobte Land kommen, Nirvikalpa Samadhi, dann sind unsere Schwierigkeiten vorbei. Aber solange wir in dieser physischen Welt sind, und die meisten hoffen, dass wir da sehr lange sind, und Yoga hat ja auch die Nebenwirkung, dass wir gesünder sind und nach allen empirischen Studien dann ein gutes Stück länger leben, als wenn wir kein Yoga üben würden. Also haben wir noch eine Weile durch das Abenteuer dieses Lebens. Natürlich, das Hauptfest ist das Osterfest. Wer schon eine Weile da ist, habe ich ja auch schon ein paar Minuten drüber gesprochen. Morgen früh werde ich noch mal etwas sprechen. Gut, Ostern. Jesus ans Kreuz genagelt, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Gestorben für die Sünden der Welt, wie es heißt in der Bibel. Es ist eine interessante Theologie und ich habe eine Weile gebraucht, um sie zu verstehen. So mindestens die in der lutherischen Theologie, das ist da, wo ich mich ein bisschen besser auskenne als in der katholischen Theologie. Dort heißt es, Gott hat den Menschen erst geschaffen, dann war er im Paradies. Dann der Mensch, anstatt zufrieden zu sein im Paradies, hat er dann von der Frucht der Erkenntnis gegessen, wurde von der Schlange verführt, hat dann erkannt, dass er nackt ist und ist dann in diese Welt gegangen. Dann wurde er eben verbannt aus dem Paradies und musste im Schweiße seines Angesichts sein Brot verdienen und unter Schmerzen gebären. Also man kann sagen, ursprünglich war der Mensch bei Gott, dann die Frucht der Erkenntnis ist nicht die Frucht von Jnana, sondern das, was uns in die Trennung hineinbringt. Und es ist letztlich, sich nackt fühlen heißt, man merkt plötzlich, man hat einen Körper, geht in die Welt hinein, identifiziert sich. Und dann wurde der Mensch aus dem Paradies rausgetrieben. Gut, dann hat aber Gott gedacht, der Mensch soll wieder zurückkehren können. Also hat er dem Menschen viele Gebote gegeben, die er halten soll. Und dann hat er die zusammengefasst in 10 Gebote. Und der Mensch hat probiert, sich an die Gebote zu halten. Und was hat er festgestellt? Geht nicht. Und wenn man den kleinen und großen Katechismus von Martin Luther dort liest, steht klar drin, Mensch ist nicht in der Lage, den Geboten Gottes zu folgen. Aus eigener Kraft kriegt er es nicht hin, sich zu erlösen. Gut, dann hat Gott seinen Sohn geschickt, Jesus. Und der wurde ans Kreuz genagelt für die Vergebung der Sünden. Und da Gott die Seele des Universums ist und damit Gott selbst ans Kreuz genagelt wurde, ist Gott selbst gestorben für die Vergebung der Sünden. Und wenn wir daran glauben, werden wir erlöst von den Sünden und kommen dann zum Heil. Da mag man jetzt verschieden zu stehen. Und diejenigen, die feste christliche Gläubige sind, sollen es mir vergeben, wenn ich jetzt probiere, das für nicht ganz so gläubige Christen halbwegs zu erklären. Insbesondere mit Analogie, wie wir es eben auch im Bhakti-Yoga haben. Letztlich ähnlich sagt es ja auch Krishna in der Bhagavad Gita.
Er gibt große Ideale in Jnana-Yoga. Er sagt im 6. Kapitel, bringe deinen Geist ganz zur Ruhe. Und Arjuna sagt, so probiere meinen Geist zur Ruhe zu bringen, ist genauso gut, als wenn ich jetzt probieren würde, den Wind mit meinen Händen festzuhalten. Geht nicht. Und dann sagt Krishna, ja, mit langer Übung kommst du hin. Aber Krishna nachher sagt, und wenn du es allein nicht schaffst, dann wende dich an mich. Ich werde dich befreien. Was wir mit Raja-Yoga, geistiger Kontrolle allein nicht schaffen, was wir mit Hatha-Yoga und Herrschaft über unser Prana nicht schaffen, das können wir an Gott richten, eine höhere Wirklichkeit. In Wahrheit sind wir selbst die höhere Wirklichkeit, so wie Jesus gesagt hat, ich bin in dir, du bist in mir, ich und mein Vater sind eins. Ja, aber es fällt manchmal leichter zu sagen, oh Gott, hilf mir, ich krieg's allein nicht hin. Und auch Krishna sagt dann in der Bhagavad Gita, versuche das Richtige zu machen und anschließend bringe es alles Gott dar. Dann wirst du keine Sünden begehen. Man kann auch sagen, Bhakti-Yoga ist sowas wie der Entspannungs-Yoga. Ich nenne gerne Jnana-Yoga und Bhakti-Yoga die Entspannungs-Yoga. Ja. Haben keinen großen Leistungsdruck. Gott wird bei uns sein. Wir brauchen es nur Gott hinzugeben. Oder Jnana-Yoga auch in dem Sinn, Aham Brahmasmi, ich bin eins mit dem Unendlichen, egal was ich Kluges oder Dummes anstelle. Swami Venkateshananda hat mal gesagt, der Grund, weshalb es im Yoga so viele Regeln und Disziplinen gibt, die man alle beachten kann und sollte und die einem bis zum gewissen Grad weiterhelfen und irgendwann kommt man nicht mehr weiter, ist, dass wir demütig werden. Wir bemühen uns hart und intensiv und haben zwischendurch tolle Erfahrungen. Dann kommen wir an eine Blockade, wo es nicht weitergeht. Wir kommen an eine ethisch schwierige Entscheidung und wissen nicht, wie wir entscheiden sollen. Und dann in dem Moment sagen wir, oh Gott, dein Wille geschehe, ich lasse los. Und dann kann die Bewusstseinserweiterung, die Herzensöffnung geschehen. Und ähnlich finden wir das eben auch im Christentum, dass mindestens in diesem Teil, einen großen Teil, Bhakti-Yoga ist Hingabe. Wir übergeben alles Gott. Wir wissen, dass Gott letztlich uns helfen wird. Und im Jnana-Yoga wissen wir letztlich, Gott ist nicht ein alter Mann irgendwo in den Wolken, auch nicht eine historische Persönlichkeit, die irgendwann mal gelebt hat und gelitten hat, wie 100.000 andere auch in römischer Zeit sind am Kreuzestod gestorben, sondern letztlich ist die Seele in mir auch die Seele Gottes. Ich kann mich sehen als Kind Gottes, als Ebenbild Gottes oder als letztlich das, was mein Bewusstsein ausmacht, ist das Bewusstsein Gottes. Und daran kann man auch denken, wenn wir Ostern feiern. Wir haben heute einen Hauptvortragenden, nämlich Shanmukh aus Madrid. Er kommt aus dem Yoga Center Madrid. Er ist direkt, hat viele Jahre bei Swami Vishnu Devananda gelernt, dort Ashrams geleitet. Er hat viele Yogalehrerausbildungen gegeben, gibt auch heute weiter Yogalehrerausbildungen. Und ich kenne ihn jetzt seit 20 Jahren inzwischen und habe ihm auch viel zu verdanken. Über viele Jahre habe ich ihn sehr viel übersetzt. Viele meiner Vorträge sind inspiriert von ihm. Er hat ja auch letztlich irgendwo begonnen, die Psychotherapie ins Yoga einzuführen, was der Shivakami inzwischen sehr stark weiterführt. Er lehrt inzwischen so, was er gerne den aufgeklärten Yoga in Verbindung eben mit empirischer Wissenschaft und Psychologie. Und ich freue mich, dass er jedes Jahr zu uns kommt. Thank you. I don't know what you said. I'm assuming that it's good. Ich hoffe, dass es gut ist. Ich nehme an, es ist gut. Sukadev typically annually, the last, 15 years or 10 years. Und Sukadev hat so typischerweise einmal im Jahr, so die letzten 10 oder 15 Jahre. Whenever we come here, he asks me to talk about something. Immer wenn ich hierher komme, fragt mich, über etwas zu reden. And I'm always a bit concerned because, you know, I've walked a different path
the last number of years, and he's a bit nervous. Und dann bin ich immer etwas besorgt, weil ich bin so einen etwas anderen Weg gegangen die letzten Jahre, und er ist auch etwas nervös. And I was in my room trying to think of what would I speak to you about. How can I make you laugh? Und da habe ich mir in meinem Zimmer überlegt, über was sollte ich zu euch sprechen? Wie kann ich euch zum Lachen bringen? How can I loosen you up? How can I inspire you? He says, I need to inspire you. Wie kann ich euch auflockern? Wie kann ich euch inspirieren? Ich muss euch inspirieren. I'm mentioning to my daughter that I'm going to come down and speak. Ich habe meiner Tochter erzählt, dass ich hier runterkommen werde und dass ich hier sprechen werde. I said, why? Und sie hat gesagt, what did she say? She said she's not coming to meditation. Also sie hat gesagt, sie kommt nicht zur Meditation. I said, how come? Und wie kommt das, habe ich sie gefragt. I'm going to speak. Und ich werde dann reden auch. She says, well, it's so boring when you speak. Und dann hat sie gesagt, das ist so langweilig, wenn du redest. So I've come extremely inspired. Also ich bin extrem inspiriert hierher gekommen. I actually am inspired, especially by the kids. Also ich bin auch aber schon inspiriert, besonders durch die Kinder. When I started, with Swami Vishnuji, als ich mit Swami Vishnuji bei ihm angefangen habe, der mit dem großen Lächeln, I started in the kids camp. Da habe ich in dem Kinderlager angefangen. And the beautiful thing about Swamiji and what he did, for me at least, und das Schöne an Swamiji und was er getan hat, zumindest für mich, was that he really didn't care what you came from, where you were from, what color you were, what language you spoke. Also, dass es ihm wirklich egal war, was du warst, wo du herkamst, welche Farbe du hattest, welche Sprache du sprachst. If something needed doing and you were there, wenn irgendwas getan werden musste und du warst da, if you opened your hands and you were ready to do it, it was yours. Wenn du die Hände geöffnet hast und bereit warst, das zu tun, dann war es deine Sache. And I remember when I worked with the kids, und ich erinnere mich daran, als ich mit den Kindern gearbeitet habe, I was scared to death. Da hatte ich Todesangst. I had no idea. What am I? I don't know how to talk to kids. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte. Ich weiß nicht, was ich Kindern erzählen soll. Was sagt man Kindern? Experience, I must say, probably the best experience in my yogic life. Und das war vielleicht die beste Erfahrung in meinem Yoga-Leben. I'm remembering it just now. Und ich erinnere mich gerade jetzt daran. Because when I was with those kids, denn als ich mit diesen Kindern zusammen war, I didn't know what to do, but I had to give everything that I had to them. Da wusste ich nicht, was ich machen sollte, aber ich musste ihnen alles geben, das ich hatte. And I was given one